Dann kommt EA Sports FC 24. Warum heißt die Fußballsimulation nicht mehr FIFA 24? Was wird das Spiel kosten? Welche neuen Features wird das Spiel haben? Bringt es Electronic Arts auch via Cloud Gaming zu euren Endgeräten da draußen? All das beantworte ich heute im neuesten Video hier auf meinem Cloud Gaming Kanal Bude voll People. Ich bin Helmut, herzlich willkommen. Ach, und ein kleiner Spoiler vorab. Ja, das Spiel kommt in die Cloud. Erst einmal zur grundsätzlichen Klärung. Warum rede ich von einem Spiel namens EA Sports FC 24? Wo bitte ist FIFA 24? Nun, ganz einfach. Der Vertrag zwischen EA und der FIFA zur Namensnutzung ist ausgelaufen. Und die Forderungen seitens des Fußballweltverbandes waren so hoch, dass sich EA gegen eine Verlängerung entschieden hat und daher den Namen FIFA komplett aus dem Produkt gestrichen hat. Dafür ist in der Ankündigungsshow am 13. Juli übrigens gefühlt 20 Mal der Name UEFA gefallen. Ja, ja, also kurzum, das Spiel hat einen neuen Namen, ist aber eine klassische Fortsetzung des Franchises mit einigen Verbesserungen. So wie jedes Jahr also. EA Sports FC 24 wurde für die PlayStation 4 und 5 angekündigt, sowie für die Xbox One bzw. Series S und X. Hierbei gilt natürlich zu beachten, dass die Last-Gen-Konsole nicht das volle Spiel erhalten. Es werden sicherlich einige Abstriche bei Grafik und auch Gameplay gemacht werden müssen. Außerdem erscheint das Spiel natürlich auch für PC und zwar via Steam, Epic Game Store und auch über die EA-App. Wer keine der vorgenannten Systeme zur Hand hat, kann das Spiel theoretisch auch über die Switch spielen. Wobei, ganz ehrlich, es ist nicht das Spiel, ja, sondern gemäß den Erfahrungen der Vorjahre eine stark beschnittene Version. Oder ihr spielt das Game halt über die Cloud, aber dazu später dann gleich mehr. Die Preise für das Spiel und die jeweiligen Plattformen stehen ebenfalls bereits fest. Die Standardversion kostet für PC 69,99 Euro, für die PlayStation und Xbox-Konsolen 79,99 Euro und für die Switch 49,99 Euro. Wollt ihr das Spiel bereits eine Woche eher spielen und von einigen mehr oder weniger tollen Boni profitieren? Ja, dann könnte die Ultimate Edition für euch interessant sein. Diese kostet für PC 99,99 Euro und für PlayStation Vita bzw. Xbox 109,99 Euro. Falls ihr euch für diese ultimative Version entscheidet, dann bekommt ihr, wie bereits schon erwähnt, einen 7-tägigen Vorabzugriff. Außerdem 4600 FC-Punkte, also die virtuelle Währung im Spiel, Zugriff auf die Nike-Kampagne im Spielmodus Ultimate Team, verschiedenste Spieler-Items zur Leih- und Dauernutzung in eurem selbst erstellten Ultimate Team sowie einen speziellen Trikotsatz. Für alle Vorbesteller gibt es übrigens noch viele weitere Vorteile, welche ihr in den verschiedenen Spielmodi einsetzen könnt, aber das würde jetzt hier zu weit gehen. Spartipp meinerseits. Für alle Schnäppchenjäger, Ossis, Sparfüchse und Schwaben da draußen, schaut euch bei Interesse am Spiel auch mal das Abo EA Play Pro an. Für 14,99 € pro Monat bekommt ihr nämlich alle EA-Spiele im Abo und damit auch die Ultimate Edition von FC 24. Ideal für Spieler und Spielerinnen, welche nur mal für wenige Monate ins Spiel eintauchen wollen oder generell viele EA-Games spielen. Denn die Jahresgebühr für das EA Play Pro Abo beträgt genau 99 €, sodass ihr zum PC-Preis von EA Sports FC 24 alle weiteren EA-Spiele ohne weitere Kosten mit dazu bekommt. Bitte jedoch nicht mit diesem einfachen Abo EA Play verwechseln, denn da gibt es wenige und vor allen Dingen ältere Spiele für einen ja geringeren monatlichen Beitrag, aber halt nicht das offizielle FC 24. Leckere Snacks, saubere Finger, Snacker, jetzt mit Durchblick. Egal ob Nüsse, M&Ms, Knickknacks oder ganz neu, die Snacker eigene Nussmischung mit Honigsalz Erdnuss. Ein echter Gamechanger. Jetzt 10% sparen mit dem Code ZWIEBAK. Snacker. Leckere Snacks. Saubere Finger. Ja, und wann ist es denn jetzt nun endlich soweit? Am 29. September wird EA Sports FC 24 offiziell veröffentlicht.
Wollt ihr bereits 7 Tage vorher losspielen, müsst ihr halt allerdings zwingend diese Ultimate Edition kaufen, von der ich euch gerade berichtet habe. Und glaubt mir, genau das ist der Hauptgrund, warum viele fußballbegeisterte Zocker und Zockerinnen 30 Euro mehr ausgeben. Ob es denn nun wirklich große neue Features sind oder kleinere Verbesserungen? Natürlich versucht euch EA Sports mit aller Marketing-Finesse davon zu überzeugen, dass sich die Neuauflage auch in diesem Jahr wirklich lohnt. Dieses Jahr neu bei EA Sports FC24 mit am Start ist Hypermotion V, was für das authentischste Spielerlebnis aller Zeiten sorgen soll. Das V bei Hypermotion steht übrigens für volumetrisch, nicht für die 5. Iteration dieser Technik. Aber was ist das denn? Man hat seitens EA Sports 180 Spiele über ein System volumetrisch erfasst und kann so die Bewegungsabläufe aller Spieler einer Mannschaft authentisch abbilden, inklusive über 1200 verschiedener Laufstile. Und bereits im Vorjahr war das richtig gut und hat sich sehr, sehr echt angefühlt. Ich glaube, das wird dieses Jahr nochmal richtig besser. Außerdem neu dabei sind Playstyles. Ja, und was soll das jetzt wieder sein? Die Playstyles wurden durch reale Opta-Daten und Daten aus anderen Quellen optimiert und versuchen die Spieler in bestimmten Fähigkeiten aufzuwerten. Je nachdem, welchen Playstyle ihr wählt, gebt ihr eurem Spieler einzigartige Fähigkeiten und beeinflusst damit natürlich auch das Gameplay nach eurem individuellen Geschmack. Zum Einsatz kommt übrigens auch noch eine grundlegend überarbeitete Frostbite Engine, welche noch mehr Details ermöglicht und dafür sorgt, dass jeder Moment in EA Sports FC24 optisch und atmosphärisch noch stärker dem realen Fußball entspricht. Und das wollen wir ja, wenn möglich. Von noch realistischeren Charaktertechnologie-Profilmodellen über den Faltenwurf der Trikots zum Beispiel bis hin zu noch intensiveren Spieltagserlebnissen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ach, und nicht zu vergessen, obwohl das Spiel nicht mehr FIFA im Namen trägt und die FIFA-Lizenz halt weggefallen ist, wird es natürlich mehr als 19.000 vollständig lizenzierte Spieler und Spielerinnen geben. Über 700 Teams sind mehr dabei, über 100 Stadien wurden nachgebaut und ja, auch mehr als 30 Ligen aus aller Welt sind mit dabei. Natürlich muss EA Sports auch jedes Jahr bezüglich der Spielmodi für Neuerungen und Abwechslung sorgen. Dieses Jahr gibt es sowohl einen Schwerpunkt auf Crossplay als auch auf Ultimate Team. Crossplay wird nun auf derselben Generation der Konsolen mit dem PC verfügbar sein und unter anderem in der Spielerkarriere, Managerkarriere, in Clubs, Ultimate Teams, Freundschaftsspiele, Volta und auch Saisons als Standard aktiviert sein. Und im Ultimate Team Modus, dieser beliebteste Modus von FIFA oder jetzt FC24, wird es nun erstmals auch Spielerinnen und Trainerinnen geben und ihr könnt sogar beide Geschlechter gleichzeitig in eurer Mannschaft haben und spielen lassen. Und richtig toll ist auch noch Ultimate Team Evolutions. Diese Funktion, mit der könnt ihr euren Spieler oder eure Spielerin zu einer ganz eigenen Vereinslegende entwickeln. Und zwar indem ihr Aufgaben abschließt, um individuelle Fähigkeiten, Spielstile, dann auch die Gesamtwerte und sogar die Optik der Spieler-Items zu verbessern. Macht also aus eurem 70er Spieler der dritten Liga vielleicht ja einen 90er. Und wie kann ich das Spiel nun ohne Konsole oder leistungsfähigen PC spielen? Das fragt ihr euch wahrscheinlich genauso sehr wie ich. Das wird dieses Jahr leider ein wenig schwerer. Die letzten 3 Versionen des Fußballspiels von EA Sports konnten nämlich allesamt ganz offiziell via Google Stadia gespielt werden. Doch der Dienst wurde ja bekanntlich eingestellt, obwohl da hinten noch ein Logo von mir zu sehen ist. Also bleiben euch aktuell noch 2 Consumer-Möglichkeiten. Entweder ihr bucht euch monatsweise den virtuellen Shadow PC für entweder 33 Euro pro Monat mit einer Nvidia GTX 1080 oder sogar für 50 Euro pro Monat mit einer besseren Grafik in Form einer Nvidia RTX 3070, besserer CPU und mehr RAM. Je nachdem, wie lange ihr vorhabt, das Spiel über Shadow zu spielen, lohnt sich dann gegebenenfalls auch das EA Play Pro Abo monatsweise für den Preis von 15 Euro pro Monat, sodass ihr eure monatlichen Kosten im Rahmen haltet. Die zweite Möglichkeit zur Nutzung des Spiels über Cloud Gaming ist Boosteroid. Der ukrainische Service hat bereits mehrere ältere FIFA-Spiele in seinem Portfolio, allesamt in dem Install-Bereich. Dass es funktioniert, habe ich euch auch schon bei FIFA 23 gezeigt, da oben verlinke ich es euch. Aber dass es grafisch nicht wirklich so gut aussieht, ist leider auch ein Fakt. Außerdem sind die bisherigen FIFA-Titel halt allesamt nicht
offiziell bei Boosteroid. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Boosteroid hat jedoch gegenüber Shadow den Vorteil, dass es nur knapp 10 Euro im Monat kostet, beziehungsweise 90 Euro im Jahr. Dafür bekommt ihr Full HD Cloud Gaming auf geringen bis mittleren Grafikeinstellungen. Die anderen bekannten und größeren Cloud-Gaming-Dienste fallen aus den Möglichkeiten zum jetzigen Zeitpunkt raus. Denn das Spiel kommt natürlich nicht in den Game Pass zum Start und kaufbare Titel sind via Xbox Cloud Gaming oder wie wir es nennen, xCloud, anscheinend noch lange nicht spielbar, auch wenn Microsoft uns das schon vor 2 Jahren mal angekündigt hat. Auch PlayStation Plus Premium Cloud Gaming fällt zum jetzigen Zeitpunkt als Möglichkeit raus, könnte aber in Zukunft durch die Möglichkeit PS5-Spiele auf eure Konsole zu streamen theoretisch machbar sein. Aber wer will denn schon Cloud Gaming auf einer Konsole spielen, wenn man das Spiel dort auf dieser Konsole auch einfach installieren könnte? Ja, und Nvidia GeForce Now wäre natürlich mein ganz persönlicher Cloud Gaming-Wunsch. Aber hier habe ich ehrlich gesagt gar keine Hoffnung. Denn anders als Google Stadia bezahlt Nvidia keine Publisher, damit sie ihre Spiele via Cloud anbieten. Und somit müsste das Interesse an einem Release auf GeForce Now einzig und allein von EA Sports ausgehen. Was mit einem Blick auf die vergangenen Jahre einfach nicht da ist. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Jedes Jahr dasselbe Spiel. Und damit meine ich nicht FIFA bzw. EA Sports FC, sondern mein ganz persönlicher Hype für das Game. Und dabei spiele ich es meist nur einige wenige Monate, meist nicht mal eine ganze virtuelle Saison. Was vermutlich daran liegt, dass ich erstens zu wenig Zeit habe und zweitens einfach zu viele gute Spiele rauskommen, auf die ich ja auch noch Lust habe. Ja, und dann bin ich wieder bei meinem ersten Problem. Und ja, auch dieses Mal will ich es spielen, unbedingt. Und ich gebe zu, natürlich gern auch gleich am 22. September. Also 7 Tage vor dem eigentlichen Release. Letztes Jahr habe ich ja ein richtig gutes Schnäppchen gemacht. Ich habe mir die Ultimate Edition bei Stadia vorbestellt, das Spiel dann angezockt, es zurückgegeben, die normale Version gekauft und dann alle Ultimate und Vorbesteller-Boni behalten können, um dann von der Einstellung von Stadia bitterböse überrascht zu werden. Und dann habe ich es zurückgegeben, das Spiel, weil ab Januar hätte ich es nicht mehr spielen können. Dieses Jahr weiß ich ehrlich noch nicht ganz genau, welche Plattform die meine werden wird. Aber wo spielt ihr denn das Spiel? Klassisch auf Konsole? Reichen eure Specs des PCs aus? Gönnt ihr euch ein paar Monate Shadow PC, um es direkt zu Release in der Cloud spielen zu können? Oder wartet ihr, bis das Spiel bei Boosteroid und gegebenenfalls anderen Cloud-Diensten verfügbar ist? Ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten. Daher ab mit euch in die Kommentare, jetzt direkt. Ah nein, wartet noch kurz, lasst vorher bitte erstmal ein Like und ein Abo da. So, danke fürs Zuschauen und haltet bitte euren Controller fest. Peace out. Ciao. Dieses Video ist eine Produktion der Moodiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.